Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo unsere nächste Mission beginnt. Wir werden einfach mal das Schiff verlassen. Das wird sicher schon richtig sein. Hier kann ich die Fernlenkkralle einsetzen, die ich von Deathstroke habe. Zumindest ist das was Neues. Alfred, lass das GCPD wissen, dass sie einen Blick auf die Final Offer werfen sollen, an den Dixon Dogs. Sie können Slade Wilson auf ihr einsammeln, zusammen mit einer ganzen Ladung illegaler Waffen. Noch ein anonymer Tipp, wird erledigt, Sir. Unterdrückte Bürger Gothams, eure Hilferufe wurden erhört. Ich, Anarchy, die Stimme des Volkes, bin hier, um euch von der Seuche der Korruption, die unsere einst stolze Stadt befallen hat, zu befreien. Diejenigen, die wir wählten und anstellten, um unsere Freiheit und Sicherheit zu garantieren, krümmen keinen Finger. Warum sollten sie auch? Sie wurden gekauft und bezahlt, um wegzusehen. Da sie nicht handeln, tue ich's. Beim ersten Licht des Sonnenaufgangs wird der Quell von Gothams Niedergang vernichtet. Und jetzt zurück zu eurem normalen Programm voller Propaganda und Konsummüll. Als ob heute Nacht noch nicht schon genug los wäre. Reden wir doch mal über Respekt. Findet man heutzutage viel zu viel, vor allem in dieser Stadt. Wie weit ist es denn noch bis zum Ausgang? Müssten eigentlich demnächst da sein. Ja, da vorne. Da ist der Ausgang. Und da sind wir auch schon wieder draußen. Ich sollte schnell zu den Lacey Towers, bevor die Cops alle Beweise an dem Tatort vernichten, den Pinguin erwähnte. Stimmt, da sollen wir hin. Was steht denn da oben? Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Über Verbrechen und Gewalt, Gier und Rache. Aber es geht auch um Vergebung, um zweite Chancen, um Veränderungen. Ich habe 3 Bomben in den korruptesten Ecken Gothams verteilt. Aber anders als die, die ich bekämpfe, glaube ich an die Kraft der Wahl. Deswegen gebe ich dir eine. Lass sie hochgehen oder halte mich auf. Ich entscheide aufgrund deiner Taten, was ich mit dir mache. Hey Mister, hier drüben. Ich habe 3 Bomben in den korruptesten Ecken. Hey, ganz ruhig. Ich will nicht kämpfen. Ich habe nur eine Nachricht. Anarchy sagt, wenn sie Geld abheben wollen, sollten sie sich beeilen. Wenn ich diese Mission schon aus Versehen begonnen habe, dann machen wir sie auch. Ein weiter Weg. Hier oben. Ein besseres, in dem alle. Willst du es mit? Geld regiert die Welt. Das sagt man jedenfalls. Aber es legt einen auch an die Kette. Verdammt. Man ist an seinen Job gebunden. Ich war nicht schnell genug. Man muss das nächste glänzende Etwas kaufen, zu dem ein überteuerter Fernseher verführt. Stell dir nur vor, was wir schaffen könnten, wenn uns jemand davon befreien würde. Ich will doch nur das Geld. So, das wären alle. Dann zerstören wir das hier mal. Alfred, wir haben ein Problem. Ist mir nicht entgangen. Dieser Anarchy erwähnte 3 Bomben. Es gibt also noch 2. Ich muss sie finden. Und ich bin sicher, das werden sie, Sir.
Das werden wir nicht in diesem Let's Play tun. Wir suchen nun unser nächstes Ziel, unsere nächste Mission. Das hier sollen wir doch machen. Ist zumindest das einzig andere, was ich jetzt hier sehe. Die Polizei weiß, dass das Opfer von einem Gebäude gestürzt ist, aber das war's auch schon. Seine Identität könnte Licht in die Sache bringen. Dann gucken wir uns ihn mal an. Brian Murphy, Account Manager für die Gotham Merchant. Todesursache innere Verletzungen als Folge des Sturzes. Jetzt weiß ich, was passiert ist. Zeit herauszufinden, wie und warum. Hier? Nein. Vielleicht sollten wir dafür am besten oben weiter suchen. Oder auch nicht. Ich glaube, oben kann man auch gar nicht suchen. Die Blutspuren deuten auf einen Aufprall mit hoher Geschwindigkeit hin. Ich muss hoch aufs Dach. Vielleicht auch doch. Das Geländer hier ist kaputt. War es ein Unfall oder wurde er geschubst? Das werden wir gleich herausfinden. Zwei Paar Fußspuren. Das Opfer war also nicht allein. Und die verstreuten Papiere überall deuten auf eine Aktentasche hin. Die muss ich finden. Die liegt dann irgendwo unten. Dann geht's runter, wieder. Da oben. Hier drauf. Hier liegt sie. Interessant. Hier finden sich zwei Paar Fingerabdrücke. Eins passt zum Opfer, das andere zu Robert Haynes, einem bekannten Trickbetrüger. Alfred, ich brauche den letzten bekannten Aufenthaltsort von Robert Haynes. Ich schicke dir alle meine Daten, vielleicht hilft es. Nicht nötig, Sir. Ich habe bereits ein Suchgebiet ermittelt. Schauen Sie auf Ihr Display. Stufenaufstieg, immerhin. Eine weitere kugelsichere Panzerung. So, Hauptmission. Wo? Wo geht's damit weiter? Vielleicht gehört ja auch das dazu. Wir machen das einfach mal. Ihr dürft euch noch ein bisschen bewegen. Und denen verschwinden wir jetzt mal nicht unsere Zeit. Achso, über die Brücke sollen wir. Oh. Da sind wir über die Brücke drüber. Wir gehen
Ja, jetzt können wir nach links. Schaffe ich das noch? Nein, als man sich da überhaupt oben dran ziehen kann. Müsste aber eigentlich gehen. Na ja, gut. Achso, von Anarchy ist ja auch die nächste Mission. Jetzt stehen hier welche im Weg. Das ist verdächtig. Dann schalten wir denen mal am besten nicht aus. Geht scheinbar auch gar nicht. So, wann können wir dich verhören? Jetzt. Was willst du? Was ist mit Brian Murphy passiert? Wir hatten einen Deal. Er gab mir die Kontonummern, ich gab mich als der Kunde aus und räumte das Konto leer. Im Gegenzug bekam er was ab. Das habe ich schon 100 Mal gemacht. Er ist plötzlich nervös geworden. Wollte aussteigen. Also hast du ihn vom Dach geworfen. Ich konnte nicht riskieren, dass er die Bank warnt. Oder zu den Bullen geht. Ich musste meine Interessen schützen. Und was hat dir das gebracht? Ich habe das nicht übersprungen. Ich habe nichts gedrückt. Wird einfach nicht weitergemacht. Und das gehört scheinbar nicht zur Hauptmission. Na wunderbar, wo machen wir denn weiter? Ja, schalten das mal frei. Vielleicht hätten wir auch auf dem Schiff weitersuchen müssen. Nach Pinguin. Also einen Weg in den Raum, wo Pinguin ist. Wir aktivieren das hier einmal kurz. Und danach gehen wir vielleicht wieder zurück zum Schiff. Gerade nicht. Mal sehen, was du drauf hast. Oh, stimmt. Wir haben außerdem ein paar Dinge zu diskutieren. Aber dafür haben wir Zeit. Ach so, stimmt ja, das hier macht er ja. Das heißt, falls du dazu in der Lage bist. Schön, wir hatten unseren Spaß. Aber dieses Unterfangen wird langweilig. Ist das ja richtig? Ich komme hier nicht mehr raus. Das hier ist doch nicht richtig. Es ist doch richtig. Glaube ich. Jetzt hat es sich beendet. Irgendwas müssen wir vorher zerstören. Hast du aufgegeben? Nicht traurig sein. Dein Intellekt ist nicht für so etwas gedacht. Nicht so weit runter.
Wir sollen das hier einfach benutzen. Geht nicht. Dafür brauchen wir erst die Handschuhe. Ich habe kurz mal genauer nachgeguckt, was wir jetzt tun sollen, bevor wir jetzt hier viel zu lange auf der Map rumlaufen und irgendwas tun, was nichts mit der Story zu tun hat. Wir müssen hier vorne hin. Schön, dass man da nicht hochkommt und da auch nicht. Wo ziehst du dich denn hin? Achso, wir sind schon da. Oh, ich habe die Abwurfstelle markiert. Wir müssen zu diesem Turm dort vorne. Wir brauchen nun gleich die Fernlenkralle. Und der letzte. Dann muss man das dahin schießen. Und dann hier links durchs Fenster. Falsche Richtung. Da lang. Und nun das hier. Ungefähr. Ich erhöhe den Einsatz, Batman. Genau wie versprochen. Pass auf, wo du hintrittst. Dadurch. Oh Mann, dem Gitter hast du aber gezeigt, wer hier der Boss ist. Ich komme nicht die Treppe hoch. Und hier haben wir es. Hack ein Tür aus. Sie können dir einfach nicht widerstehen. Aufgehalten. Interessant. Dir beim Knobeln zuzusehen war die reinste Freude. Das nächste Mal wird es noch herausfordernder. Das ist kein Spiel, Enigma. Oh, aber das ist es. Eines, aus dem du jederzeit aussteigen kannst. Also stör doch bitte nicht weiter meine Arbeit. Die Funktürme sind eine Sache, aber meine Agenten, meine Daten, meine Netzwerkrelais, die gehen dich nichts an. Also verschwinde! So, und nun wird nichts angezeigt. Aber die nächste Hauptmission, der nächste Teil der Hauptmission dürfte hier eigentlich irgendwo sein. Ich glaube nicht, dass Black Mass Deathstroke irgendwelche nützlichen Informationen anvertrauen würde. Ich sollte schnell zu den Lacey Towers. Ich habe keine Zeit, Deathstroke zu verhören. Die Polizei ist bereits am Tatort bei den Lacey Towers. Jetzt wird es angezeigt. Ich weiß nicht, ob das schon die ganze Zeit angezeigt wird. Das werde ich nach diesem Part nachgucken. Ich werde mir die Aufnahme nochmal dann angucken.
Wenn es schon die ganze Zeit da ist, dann kann ich nicht verstehen, wie ich das übersehen konnte. Kann natürlich aber auch sein, dass es jetzt erst aufgetaucht ist. Nachdem ich Deathstroke untersuchen wollte. Das wäre möglich. Die Lazy Towers machen wir jetzt aber auch in diesem Part noch. Wir haben bisher nicht wirklich etwas Nützliches in diesem Part gemacht. Dann nutzen wir hier mal das erste Mal jetzt die Schnellreise. Die Korps müssten irgendwo eine Relaisstation haben. Wahrscheinlich ein mobiler Satellitenempfänger. Bestimmt auf einem Dach. Nicht auf Batman schießen. Du kannst die Welt verändern. Ja. So. Er macht es automatisch. Rubio, wie lautet Ihre 20? Auf dem Balkon für eine Fluppe mit Hemmenes. Diese Männer auf dem Balkon, das könnte mein Weg hinein sein. Klare Sache. Der Pinguin hat Black Mask und seine Freundin ermordet. Wir haben ja sogar seine falschigen kleinen Fingerabdrücke direkt neben den Leichen. Ja, den Pinguin haben wir am Sack. Komm mal rüber hier. So, du bist auch noch? Ganz toller Wurf. Dann gehen wir mal nach langem Suchen rein. Hier scheinen keine mehr zu sein, die auf uns warten. Hier sollen wir durch. Hier drin auch nicht. Die Polizei glaubt, dass der Pinguin Black Mask umgebracht hat. Aber warum sollte er mich hierher schicken, wenn er der Mörder ist? Das ergibt keinen Sinn. Was sollen wir denn hier untersuchen? Diese Leiche. Die Morde sind schon Tage her. Das Feuer und die Umwelteinflüsse erschweren die Identifizierung der Opfer. Das männliche Opfer trägt eine schwarze Maske, aber ich kann ihn nicht als Roman Sionis identifizieren, ohne eine DNS-Analyse durchzuführen, was ich hier nicht kann. Ich kann das weibliche Opfer anhand der Fingerabdrücke identifizieren. Tiffany Ambrose, Roman Sionis Freundin. Zumindest eine von ihnen. Sie war kein Engel. Langes Vorstrafenregister. Aber nichts lässt vermuten, dass sie das Ziel war. Das Feuer entstand durch einen Molotow-Cocktail, der in den Raum geworfen wurde. Vielleicht sollten so Beweise vernichtet werden. Jemand hat ihn erschossen. Aber wer? Die flache Flugbahn der Kugel weist auf einen Schützen von etwa Pinguins Größe hin. Aber die Rillen im Boden legen nahe, dass sich der Schütze in einem Stuhl zurückgelehnt hat. Diese Kugel stammt aus einem Revolver. Die ballistische Analyse deutet auf eine flache Flugbahn hin. Der Schütze hat in etwa die Größe des Pinguins. Doch den Schießpulverrückständen zufolge wurde die Kugel von einem auf dem Boden liegenden Schützen abgefeuert. Diese Fingerabdrücke sind die des Pinguins. Aber sie sind oberhalb des Rußes von dem Feuer. Die Korps haben recht. Der Pinguin war hier im Raum. Aber diese Abdrücke beweisen, dass er erst nach den Morden hier war. Wenn er Black Mask nicht getötet hat, wer dann? Das Einzige, was ich sicher sagen kann, ist, dass Tiffanys Mörder auf dem Boden lag. Aber wieso? Diese weißen Streifen hier sind Schuhcreme.
Tiffany's Mörder wurde über den Boden geschleift. Außer den Opfern waren noch zwei weitere Leute hier. Tiffany's Mörder und wer auch immer ihn davongezerrt hat. Die Position, aus der das männliche Opfer erschossen wurde, verrät vielleicht mehr. Diese DNA-Spuren passen zu keinem der beiden Opfer. Zu wem gehören sie? Der Kampf begann, als jemand den Schützen erschreckte. Schwer zu sagen, wer gewonnen hat. Es könnte jeder von beiden sein. Ich sollte mir die Beweislage nochmal ansehen. Vielleicht erfahre ich noch etwas über den Eindringling oder den Schützen. Laut der Gewebeanalyse trug der Eindringling einen weißen Anzug oder eine Sportjacke. Mit dieser Stoffprobe könnte ich den Eindringling identifizieren. Aber ich weiß immer noch nichts über den Mörder des männlichen Opfers. Einen Bereich habe ich noch nicht untersucht. Das ist die DNA des weiblichen Opfers. Der Oxidierung zufolge ist sie schon mehrere Tage dort. Wenn ich mir die Beweislage nochmal ansehe, finde ich vielleicht heraus, was sie tat, als sie angegriffen wurde. Schrieb mehrere SMS an Roman Sionis über jemanden namens der Joker. Black Mask wurde umgebracht, aber das geschah schon vor mehreren Tagen und ich habe ihn heute Nacht noch gesehen. Alle meine Antworten werfen nur noch mehr Fragen auf. Wer ist der Joker? War er der Schütze hier oder ist er einer der Killer? Ich habe eine Leiche, einen unbekannten Schützen und einen Angreifer, der den Schützen überfiel. Ich muss die DNA-Proben mit der Nationalen Verbrecherkartei abgleichen, um herauszufinden, wer im Raum war. Alfred, ich brauche Zugriff auf die Nationale Verbrecherkartei. Nun, dafür müssten Sie wohl in das Gotham City Police Department einbrechen. Dann ist das mein nächstes Ziel. Sir, dafür müssen Sie sich persönlich in die Server hacken. Wenn Sie so etwas Törichtes tun wollen, brauchen Sie eine starke, nicht tödliche Waffe. Ich rate Ihnen, den Erschütterungszünder hier abzuholen. Keine schlechte Idee. Da war ich gerade ziemlich lange ruhig. Naja, hole den Erschütterungszünder aus der Betthülle. Das werden wir tun, allerdings erst im nächsten Part. Dann wende ich ja nun erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal.